Hallo und herzlich willkommen. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt schon in Koblenz Hauptbahnhof angekommen, nachdem ich mit der Regionalbahn von Königswinter am Donnerstag, dem 6.7. losgefahren bin. Bis dahin bin ich nämlich mit dem E-Auto gefahren. Und ja, jetzt bin ich auch schon hier am Koblenzer Hauptbahnhof. Und ja, ihr habt gesehen, die Aufzüge sind gut. Das ist mal gut zu wissen für alle anderen, die auch mal touren mit der Bahn im Kombi. Dank 49-Euro-Ticket kann man das ja machen. Das Gute daran fällt mir gerade noch so ein. In Rheinland-Pfalz ist das Fahren mit dem Fahrrad, also die Fahrradmitnahme im Bus und Bahn, glaube ich, ist das generell kostenlos. Allerdings glaube ich auch nicht zu allen Zeiten. Da müsst ihr dann noch mal genau gucken. Ich glaube, vor 9 Uhr ist es nicht. Werktags von montags bis samstags, tralala etc. Müsst ihr mal genau gucken. Ja, wie gesagt, ich war ja nicht gerade vor 9 Uhr unterwegs. Von daher, und das war ein Donnerstag, war halt ein Werktag. Warum ich an so einem Tag losgefahren bin, das ist eigentlich der allgemeinen Wettersituation geschuldet. Hier übrigens bin ich schon auf der, die ist man wohl hier noch am Bauen, die schöne Fahrradstraße. Die geht nämlich dann wahrscheinlich später mal unweit etwas unterhalb vom Bahnhof auch los. Ja, wie gesagt, immer gut aufpassen mit dem Fahrradticket. Für NRW, für die eine Station, brauchte ich natürlich eins. Ab Koblenz, Königswinter. Aber gut, das war jetzt nicht der Rede wert vom Preis und alles okay. Und ansonsten, ja, eben, wie ich schon sagte, hier keins. Ich bin jetzt auch schon unterwegs, hatte mir im Koblenzer Bahnhof auch ein bisschen Verpflegung mitgenommen. Ein belegtes Brötchen, was ich jetzt hier auch vertilge, in dieser Radfahrstraße. Wie gesagt, die wird da, oder so wie ich das so einschätze, wird hier also so ein bisschen östlich. Koblenz ist ja so ein bisschen parallel, rechteckig mit den Straßenzügen ab Bahnhof und umliegend aufgeteilt. Also wenn man da, wie gesagt, so Richtung Rhein vom Bahnhof ausfährt, die erste, zweite Querstraße, gucke ich gerade hier auf der Karte, da wird wohl dann wahrscheinlich später auch mal durchgehend eine Fahrradstraße sein. Ja, ihr seht hier rechts auch immer mal wieder für Fahrräder frei. Wir nähern uns, oder beziehungsweise ich näher mich jetzt hier im Video schon der Fußgängerzone, Altstadt oder whatever das auch ist. Das auch ist hier. Sieht ja so ein bisschen nach Altstadt aus. Hier so ein schöner Platz. Dass ich natürlich den Komoot-Link findet ihr immer unter dem Video. Ich denke, das dürfte mittlerweile bekannt sein. Aber es kommen ja immer noch mal wieder weiter neue Zuschauer hinzu, neue Abonnenten. Und ab hier im Video muss ich dann auch tatsächlich schieben. Das tue ich dann auch, weil ich, wie gesagt, schon ein paar Mal hier in der Innenstadt war. Und ich habe da eine, oder früher, als meine Frau noch mitgefahren ist, haben wir hier auch eine schöne Eisdiele gefunden, die hier neben der Kirche ist. Fragt mich jetzt nicht, wie die Kirche hier heißt. Schlag mich tot. Ja, und da, wie gesagt, eine schöne Eisdiele. Ich habe da ein Becherchen bekommen mit zwei Kugeln für sage und schreibe 2,50 Euro. Gut, die Kügelchen waren jetzt nicht so groß, aber sonst zahlt man da gut und gerne 3 Euro. Hier ist das Becherchen mit sogar einer kleinen Waffel dabei. Ja, und da ist das Kirchlein, habe ich natürlich alles auch im Komoot
findet ihr die Fotos. Dort sind sie natürlich verortet, habe ich glaube ich schon öfters erzählt. Dort findet ihr die dann natürlich und ja. Ja, ich gucke gerade hier nochmal auf der Karte. Das müsste die Liebfrauenkirche gewesen sein. Da ist, könnt ihr euch dann als Anhaltspunkt nehmen. Für die schöne Eisdiele nennt sich Egeloslá Eis, was auch immer das für eine Abkürzung ist. Keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt hier dann auch schon auf meiner Tour weiter unterwegs, weil ich bin ja relativ wieder mal spät unterwegs gestartet. Und jetzt bin ich hier auf der Brücke über die Mosel. Die man... Ja, hier sind so drei Brücken quasi direkt nebeneinander. Einmal ein Stückchen die B9, die war ein bisschen nördlicher von der Brücke hier. Und die Eisenbahnbrücke. Und das hier ist eben die Balduinbrücke, sehe ich gerade. So heißt sie, glaube ich. Ja, und jetzt bin ich auch schon auf der anderen Seite von der Mosel. Mosel-Lützel ist das hier, glaube ich. Und natürlich habe ich hier nochmal einen Blick auf die Altstadt geworfen. Ja, wie gesagt, Fotos findet ihr in Komoot, dass ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen würde. Das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal betonen. Ja, hier ist wohl, glaube ich, auch ein Campingplatz. Ja, er nennt sich Knaus Campingpark Koblenz-Rhein-Mosel. Also der ist quasi genau gegenüber vom Deutschen Eck, da wo diese wo diese Säule ist, hier diese, was auch immer das darstellt, Siegessäule, keine Ahnung, Asche auf mein Haupt, aber egal. Ich gucke gerade, Denkmal der Deutschen Einheit, das ist es, genau. Ja, und ich bin jetzt hier schon unterwegs am Rheinufer und dann ist hier auch schon wieder Ende. Ende Gelände, fast. Ihr seht, durch das Hochwasser in Bayern führt der Rhein hier natürlich sehr viel Wasser und da hatte ich gar nicht mehr so genau drüber nachgedacht. Ich blende auch immer mal so einen Text ein, unten am Bildrand, wo ich gerade bin. Ja, und da war dann mal wieder Ende Gelände. Ihr habt gesehen, da waren die Spundwände schon eingezogen. Zwar jetzt nicht riesig hoch, aber immerhin. Ja, dann hier der Rheinhafen von Koblenz, denke ich mal. Gut, den hätte ich so oder so nicht unten am Rheinufer fahren können. Das ist nicht jetzt unbedingt dem Hochwasser geschuldet, aber ihr werdet schon merken oder ihr merkt schon, das geht schon lustig los. Ich habe eigentlich gedacht, okay, so hoch kann das jetzt nicht sein vom Rhein. Hochwasser her, dass der Uferweg überschwemmt war. Da habe ich mir gar nicht so genau Gedanken drüber gemacht, als ich gestartet bin. Aber das war ein Fehler. Und ja, dementsprechend muss ich dann hier auch mal über solche blöden Landstraßen fahren. Jo, und dann habe ich hier nochmal einen neuen Versuch, einen Guckversuch gestartet hier. Kurz vor der A48 Brücke, die hier rüber geht und ihr seht natürlich Ufer überschwemmt. Ja, und da kommt dann noch der Live-Ton. Ja. Und hier ist denn mal der Weg ein bisschen überschwemmt. Oh. Na gut, einmal drehen. Ja, das Drehen mit dem Rad ist immer ein bisschen umständlich, ne, wenn man nicht extra wieder absteigen will. Mit zunehmendem Alter ist das auch nicht so leicht. Ja, hier kommt dann gerade ein Bus entgegen. Ich habe euch das jetzt mal im Video erspart. Und ein Stückchen weiter habe ich dann auch endlich mal ein ruhiges Plätzchen gefunden, wo ich dann meine beiden Elektretmikrofone dran gemacht habe.
Ihr werdet das jetzt hören, dass das auch in Stereo ist, weil ja, die DJ Pocket kann zwar wohl auch mit den eingebauten Mikrofonen Stereo aufnehmen, obwohl ich das immer mal wieder im Menü einstelle, aber trotzdem, warum auch immer, finde ich, ist das immer irgendwie auf Mono. Naja, egal. Ja, hier habt ihr gerade gesehen, war wieder ein Gesperrtschild, ne, für den Ufer, rein Uferweg. So sieht das dann da immer aus. Aber ein Stückchen weiter habe ich dann doch nochmal riskiert, weil ich kenne die Strecke eigentlich schon. Da ist hier so ein bisschen parkähnliches Gebiet. Und da habe ich mich dann so ein bisschen durchgewurstelt. Aber naja, ihr seht, viel und lange hat es nichts genutzt oder gebracht. Trotzdem muss ich jetzt hier wieder abbiegen. Ja, die vielen Ortsdurchfahrten, die es gab, hier mal wieder einer als Beispiel, die habe ich euch jetzt erspart. Was ich allerdings hier mal zeige, ist, dass man dann eben, ja genau, ne, mal wieder so eine blöde Landstraße, wo es dann eben gerade keinen separaten Radweg gibt, noch nicht mal eine aufgepinselte Radspur. Das ist so dann immer genau der Grund, warum ich sowas nicht so gerne fahre. Ne? Wegen, da kommen dann immer von links schon mal so LKWs, aber naja, es hielt sich noch in Grenzen, es war okay. Und hier mal wieder ein erneuter Versuch hier bei Weißen Turm, nochmal zu gucken, ob es nicht doch am Rheinufer man langfahren kann. Wie ihr seht, man kann. Habe ich so gedacht, jetzt geht's mal so weiter. Ja, Pustekuchen, ne? Da war dann mal wieder Ende. Da rechts konntet ihr vielleicht gerade noch sehen, war noch ein bisschen, war nämlich wieder ein bisschen abgesperrt. Ja, und dann immer schön an der Wand lang, habe ich da mal so getitelt, neben der Bahn. Aber das war dann halt auch eine Nebenstraße und alles gut. Ihr seht, da war dann auch ein bisschen weniger Verkehr hier in Weißen Turm. Und ja, das war hier dann ein bisschen irgendwie undurchsichtig, habe ich aber jetzt einfach mal zweckentfremdet hier als Radweg. Und ein Stückchen weiter später kam dann auch, ja, aber das war dann auch nicht wirklich ausgewiesen oder für mich nicht so ganz ersichtlich, so direkt als Fremder, dass hier zur Linken von der Landstraße plötzlich dann doch irgendwann ein Radweg lang ging. Also man muss immer die Augen aufhalten und ja, und immer gucken, ne? Ist ein bisschen blöd, aber so ist es. Ja, hier in Andernach auf einer ehemaligen Tanke. Eine schöne, bunte Blumenmischung in diesem Beet. Ja, und dann, ich glaube, das sind hier noch alte Mauerreste von der Stadtmauer von Andernach, nehme ich mal an. Könnt ihr ja gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben. Denke ich mal, da gibt es glaube ich auch ein bisschen Altstadt. Ja, da habe ich dann mal wieder einen neuen Versuch gestartet, beziehungsweise ich kenne das Stück hier auch ab Andernach und ich wusste, oder beziehungsweise auch zusätzlich, ich recherchiere da ja echt stundenlang öfters auch am PC, wie kann ich am besten fahren. Gut, das Hochwasser konnte ich jetzt natürlich, das hatte ich jetzt nicht wirklich so auf dem Schirm, aber egal. Trotzdem kommt mir immer zugute, wenn ich so in Google Street View dann auch immer mal gucke, wie hier an dieser Stelle nämlich, da hinten ist über dieser altertümliche Kran, der ist auch schön anzusehen. Und wenn man da, wie gesagt, da unten am Ufer gibt es auch ein Schiff, man kann dann zu der Fontäne da, zu diesem, ich sage jetzt mal Springbrunnen fahren. Mit einem Schiff, Personenschiff. Man kann auch zu Fuß, glaube ich, dahin. Aber dazu hatte ich jetzt nicht wirklich Zeit. Und ihr seht, ne, jetzt hier der Weg hoch zu dem etwas höher gelegenen Radweg, der dann tatsächlich ein bisschen höher ist als die Bahnstrecke, weil das geht dann nämlich direkt neben der Bahnstrecke lang. Das war schon ganz schön steil, das Stückchen. Also zumal muss ich immer dran denken, ich bin hier mit diesem Lobe Falt Fully E-Bike unterwegs und das hat leider nur
ein Drehmoment von 40 Newtonmeter. Dafür ist es halt faltbar. Schade, warum man da nicht auch mal einen stärkeren Motor... Naja, aber okay, anderes Thema. Ja, dann geht es hier unter der B9, ist das. Die hat man hier so in den Hang hineingebaut, weil ab jetzt wird die Strecke nämlich richtig ein bisschen eng. Ja, weil wie gesagt, hier links zur Linken geht es steil den Berg hoch. Also das gibt es dann immer schon mal hier in gewissen Stellen vom Rheintal, hier so Mittelrhein ist das, glaube ich. Das ist dann südlich von Koblenz auch teilweise noch schlimmer. Da sind das schon mal echt Berge, die sehr nah bis an den Rheinrand gehen. Ja, und den Weg kannte ich jetzt, dieses Abschnittchen hier, bin ich eigentlich noch nicht gefahren. Ab Andernach bis nach, obwohl doch, ja, schon ein Teil, aber nicht ganz ab Namede bis Brohl-Nützel oder Lützing, Brohl-Lützing heißt das, genau, Brohl-Lützing und weiter dann bis Bad Breisig. Also den Abschnitt hier, der ist so ein bisschen Neuland für mich, wobei, wie gesagt, da kann man auch nicht großartig am Rheinufer langfahren, also so wie ich ab Andernach hier jetzt radel oder so, wie ihr die Strecke jetzt hier seht, wie ich die hier zeige, ist die auch, kann man die auch nur radeln, auch wenn kein Hochwasser ist. Also da führt leider kein Weg dran vorbei. Das wird erst wieder ab kurz vor Bad Breisig wieder besser. Da kann man dann auch wieder unten am Rheinufer längs radeln, wenn der Rhein dann gerade kein Hochwasser hat. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich hier auch schon in Brohl-Lützing. Und hier an dieser Stelle, wenn man da hinten die Brücke überquert, also über die Bahnstrecke auf die andere Rheinseite, dann kommt man auch zu der Brohltalbahn. Die ist übrigens in dem Rheinland-Pfalz-Netzwerk mit eingebunden für den Fahrradtransport, um die Eifel zu erschließen. Wann die fährt, das ist so ein bisschen Museumsbetrieb, da müsst ihr mal gucken, die fährt auch nicht jeden Tag und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch fährt. Aber ist eine interessante Sache, da ich ja so ein bisschen Hobbybahner bin und auf so einige Touren mit nostalgischen, funktionierenden Zügen gefahren bin, sofern die angeboten werden, diese Nostalgie-Zugfahrten, bin ich auch mit der Bahn schon gefahren. Ne? Das ist also recht schön. Und aber ich wüsste jetzt nicht an der Endstation, wo ich da jetzt mit dem Rad längs fahren sollte. Okay, hier wieder zum Video. Ihr seht, ne, dann ist auch wieder Ende Gelände. Dann wird es hier wieder ein bisschen tricky hier in Brohl-Lützing. Ja, da kommt dann so eine Bahnunterführung. Eigentlich müsste man hier absteigen. Ich habe es aber einfach mal riskiert, weil ich dachte, das sah so auf der Tour überhaupt nach ganz wenig Radverkehr aus. Ich denke mal, dass da hauptsächlich eigentlich nur Berufspendler, wenn überhaupt, unterwegs sind. Aber ich war ja spät dran. Die waren wahrscheinlich alle schon durch. Hin und wieder habe ich mal, für mich sah es zumindest so aus, Fernreisende gesehen, die also anhand der Gepäcktaschen vorne und hinten, wobei bei mir sieht das ja quasi auch immer so aus, weil ich auch vorne die Lowrider-Taschen immer dran habe. Ja, die meisten oder einige fragen mich ja immer, was ich da alles so mit mir führe, aber da kommt immer schnell was zusammen, ne? So ein Klappsitz, ein kleines Handtuch, eine Isofolie für zum Draufsitzen, wenn ich mal auf einer Bank sitze. Bei kaltem Wetter ist das immer ganz nützlich. Im Alter kriegt man immer schnell Blasenentzündung. Whatever, ne?
Deswegen, da kommt schon so einiges zusammen. Zwei, drei Powerbanks, die ganzen Stativ und Halterung fürs Handy und ja, Trinkflasche, Thermoskanne etc. pp. So, jetzt bin ich wieder hier in der Unterführung. Also ich musste ein paar Mal hier die Bahnstrecke, die Seite wechseln. Ließ sich leider irgendwie nicht so ganz umgehen. Ich habe also die Route dann einfach, deswegen habe ich an der Stelle auch wieder angehalten, geguckt, wo ich wieder, weil ich habe ja die Idealroute eigentlich geplant, unten am Rhein lang, aber ja, das ging dann ja natürlich wieder hier nicht. Aber es gibt tatsächlich hier alternativ ausgeschilderte, beziehungsweise es ist jetzt hier auch wieder so ein Stückchen, so Richtung Bad Breisig. Das ist nämlich genau das Stück, was ich hier auch noch nicht so kannte. Und eigentlich ganz schön. Also das ist jetzt nicht ein Stück, was man hätte unten am Rhein lang fahren können. Fällt mir gerade so ein, nachträglich. Ja, dann bei Sinzig hier. Weil die einzigste Brücke, die man so verkehrstechnisch, das war die, die da gerade vorhin so ein bisschen Old-Style-mäßig aussah, die überquere ich jetzt gerade mit den schönen Bögen über die A. Leider habe ich nicht den Blick, die Kamera geschwenkt mal in die A hinein, weil ich wollte jetzt nicht riskieren. Es gibt ja eine schöne Brücke über die A, direkt unten am Rheinufer, da jetzt extra hinzuradeln und dann festzustellen, nö, geht nicht. Wegen Hochwasser habe ich direkt sein gelassen, deswegen muss ich dann hier so mich ein bisschen durchschlängen. Hier zu linken übrigens der Bahnhof von Remagen. Ja, wie gesagt, das Schöne ist, an der Strecke am Rhein natürlich, ne, wenn man nicht kann, Platten oder sonst irgendwie plötzlich Beschwerden hat, ne, dann kann man auch den Zug nehmen. Wobei das nicht immer ganz so einfach ist, ne, mit den Bahnsteigen, Aufzüge etc. Ja, dann habe ich nochmal einen Versuch gestartet, zu gucken, weil ab hier kenne ich den diesseitig, ich kenne auch auf der anderen Seite den U-Fahrradweg, aber das, ich hätte ja mit der Fähre rüberfahren können, aber da habe ich gedacht, auf der anderen Seite kannst du dir schenken, da brauchst du gar nicht erst probieren. Und dann habe ich gedacht, komm, guckst du mal, ob es hier geht. Und ihr seht, ne, also da sind schon noch so ein paar nasse Stellen. Also wenn größere Schiffe auf dem Rhein, hier habe ich dann auch mal wieder gefragt. Ich habe dann festgestellt, allgemeine Zeichen ist Daumen hoch. Wenn man jemanden anspricht, ob man hier längs fahren kann, und es hat auch tatsächlich gepasst. Also ich konnte auch wirklich dann hier durchfahren. Ihr seht jetzt mal hier, also es sind nur ein paar Zentimeter. Da war übrigens so einer, den, wo ich meinte, dass das dann doch mehr, mal so ein Mehrtagesradler ist, der dann am Rhein unterwegs ist. Ja, hier die Stelle, hier ist so eine kleine Bachmündung. Die lag dann ein bisschen tiefer, hat aber gerade so gegangen. Selbst wenn die ein bisschen überschwemmt gewesen wäre, wäre ich da auch längs gefahren. Ja, und dann habe ich es weiter riskiert. Ihr seht, da liegt tatsächlich auch noch eine Menge Treibgut hier. So, ja, anscheinend hat man so einiges dann schon nach links befördert ins Gebüsch. Ihr seht auch hier ziemlich knapp von der Höhe. Also ich war schon am Überlegen, geht's oder geht's noch oder geht's nicht mehr. Aber wie gesagt, so einige unterwegs haben immer einen Daumen hoch gemacht. Natürlich hier die dicken Knüppel drüber zu fahren, ist dann nicht so schön. Muss man schon immer dann noch so ein bisschen gucken. Und das ist ja dann auch immer die Gefahr, wenn man nichts sieht, ne? Wenn man da durch das Wasser fährt. Ne? Ist ja nicht immer gesagt, dass man sieht, wie dick oder wie groß das Zeug ist, ne? Was so an der Oberfläche schwimmt. Ne? Ja, hier jetzt auch mal wieder so eine Stelle. Also ich war gerade froh, dass gerade kein großes Schiff auf dem Rhein. Die machen nämlich ganz schön Wellen. Ne? Also das ist dann nicht so schön. Ja, ja, dann hier mal so ein Blick. Ne? Der Himmel ist dann noch ein bisschen schön mit lockerer Bewölkung aufgegangen. Und ich sag ja, die Tage,
in diesem Jahr ärgern mich wirklich sehr, dass nicht viel mehr Tage mal so wie diese wenigstens sind. Ne? Ich muss jetzt nicht immer volle Pulle Sonne haben. Und ja, hier war ich dann froh, dass ich auf dem Radweg, also für Personen und Radfahrer gemeinsam, ne, das sind immer so genau so die Sachen. Ja, dann habe ich mal wieder einen Blick gewagt, ne, ob man da unten längs kann. Nö, konnte man nicht. Also ging es hier weiter oberhalb neben der Straße, aber okay. Alles gut, alles im grünen Bereich. Ja, alles in allem war das jetzt auch ein bisschen eine Testtour. Ich habe nämlich noch eine große, längere Tour vor. Von Aachen runter in Richtung Luxemburg, beziehungsweise ich werde da nicht ganz bis dahin fahren, bis St. Veit und dann mit dem Fahrradbus nach Gerolstein und dann habe ich vor, runter zu radeln bis nach kurz vor Trier, da Ehrang durch von Gerolstein durch das Kühltal. Mal schauen. Muss ich mal gucken, wie rum ich es fahren werde, je nachdem wie der Wind weht, ob man Nordwind hat oder Südwind. Weil das ist eigentlich egal auf der Strecke. Berg hat man so oder so in der Eifel. So what? Ja, dann bin ich jetzt hier auch schon in Königswinter an der Fähre angekommen. Im Großen und Ganzen war die Tour trotzdem schön. Es war jetzt auch mal interessant zu sehen, wie das hier mit dem Hochwasser so gehandhabt wird. Und ja, ich denke mal, das war jetzt nicht ganz so schlimm mit dem Hochwasser. Und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass es tatsächlich noch Straßen gab, die man fahren konnte. Wie gesagt, die ganzen kleineren Ortsdurchfahrten, die sind ja relativ harmlos gewesen, was jetzt den Big Verkehr anbelangt. Und dann hatte ich ja noch Glück, hier diese schöne zusammenhängende Gruppe von Heißluftballons zu sehen. Ich glaube, gleich kommen da noch ein paar Aufnahmen oder Szenen mehr von diesen Heißluftballons. Den einen von der Firma Vera, das sollte, glaube ich, so einen Schraubendreher darstellen. Den fand ich ganz besonders witzig, weil vom Weiten konnte ich den nicht so einordnen. Habe ich gedacht, okay, hat jetzt jemand ein fliegendes Kondom gemacht oder was? Naja, aber egal. Ja, wie ihr seht, da kommt jetzt die Fähre. Ich war schon, hatte schon so meine Bedenken auf der, wie gesagt, kurz so vor Königswinter. Hier mit der Fähre habe ich noch so gedacht, scheiße, hoffentlich fährt die auch. Denn es ist ja so, bei Hochwasser fahren einige Fähren nicht mehr. Und manche ja auch nicht bis in die Puppen. Und ich war heilfroh, dass die jetzt hier fährt. Sonst hätte ich nämlich noch einige 20, 30 Kilometer länger fahren müssen oder mit dem Zug, um dann irgendwo über die Brücke und tralala. Könnt ihr euch ja vorstellen, da hatte ich nicht viel Bock drauf. Ich weiß gar nicht, der Begleitpersonal, der immer abkassiert, wollte nur 2,50 Euro. Kam mir irgendwie preiswert vor. Aber ich habe nicht gefragt. Denk, wer viel fragt, kriegt blöde Antworten. Ja, wie gesagt, mit meinem Faltbike, fully gefedert von Lobe, kann man natürlich auch im Zug kostenlos fahren, auch in NRW, wenn man es faltet. Aber dann muss man es falten und immer auffalten und zusammenklappen. Hier sieht man noch schön ein paar Ballons. Die sind auch teilweise hier richtig tief drüber geflogen. Und ich hatte da schon fast ein bisschen Bedenken, dass manche da dann nicht die Kurve kriegen und dann plötzlich da in den Bergen landen. Ja, das quietscht hier ganz schön ordentlich. Ihr seht, das ist ja auch alles Metall hier mit dem
Anlandungsstellchen hier, was da, wo die Fähre anlegt. Ja, und dann gibt es hier in Königswinter auch wieder schöne Fahrradstraße und dann ja wieder nicht mehr durch die Fußgängerzone hier, die kleine. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Filmchen nähert sich dem Ende. Übrigens, Parken war 8 Euro da am Bahnhof. Kann ich euch nicht empfehlen. Und die haben hier die ganze Königswinter Innenstadt mit kostenpflichtig parken. Also überlegt euch das. Ja, danke für ein Abo und einen Daumen hoch. Winke, winke. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.